Okay, ich teste mich jetzt auf dieses Studio Braun Buch. Hat eben schon mal nicht funktioniert, aber mal gucken, was geht. Also, Speisekarte vom 5.4.94. Nur am Pudelabend erhältlich. Spezialitäten. Willkommen im China-Restaurant Goldener Stern. Das heißt, für eine Nacht zum Restaurant Pudel wird. Das heute für eine Nacht zum Restaurant Pudel wird. Wir haben uns daher erlaubt, die Speisekarte um einige Leckerbissen zu erweitern, zu denen wir selber die Idee und das Rezept lieferten. Wir haben uns große Mühe gegeben, den kulturellen Rahmen nicht zu sprengen und an die asiatischen Esskulturen anzuknüpfen. Und nun wählen Sie aus. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit. Gut, wollen wir mal gucken. Nummer 1. Hühnchen in Pekingente. 12 Mark 50. Okay. Wurst in Reisleim mit einer Tasse Spucke €10,50. 10 Mark 50, Entschuldigung. Also nochmal. Okay. Wurst in Reisleim. Ich muss das vergrößern, ich kann es nicht lesen. Okay, jetzt kann ich es besser lesen. Also, Wurst in Reisleim mit einer Tasse Sprite. Punkt 3. Gepresster Spatzensaft mit Eiernudeln dazu. 8 Mark 50. Viertens, Spaghetti Bolognese. 20 Mark. Fünftens, chinesische Landschaft mit Essen. 17 Mark 50. Gott, okay, weiter. Zusammenreißen hier. Jetzt wird nicht mehr gelacht. Was haben wir da? Sechstens, geraspelter Entenschlag. Oh Gott. Also, sechstens, geraspelter Entenschnabel in eigenem Schnotter. 13 mal 50. Oh Gott. Ah. Ja, darüber habe ich eben gerade, daran bin ich zerbrochen. Aber jetzt geht's. Siebtens, Schrottente mit allen Reifen Totalschaden zu verkaufen. Ja, Chiffre 22545. 40 Mark 50. Oh Gott, oh Gott. Oh. Achtens. Mundkratzsuppe mit Hasenkrallen. Scheiße. Also Mundkratzsuppe mit Hasenkrallen. 20 Mark. Okay. Was haben wir hier? Neuntens. Lecker panierter Rabe. Gut angebraten mit Pipapo. Oh Gott. Ah, oh, fucking hell. Also lecker panierter Rabe, gut angebraten mit Pipapo, 11 Mark. Zehntens. Jetzt müssen wir das mal zu Ende bringen, kein Bock mehr. Löse meine Pfeifensammlung auf, alle gut eingeraucht. Telefon 420 40 44, 9 Mark 80. Telefonnummer ist, glaube ich, hier Kleber. Nee, Quatsch, Kleverburg, sage ich schon. Ist, glaube ich, hier Eimsbüttel. Das war früher eine Nummer von meiner Firma in der Ecke, also fast.
11. Leckerschnitzel à la China. 32,50 €. Oh Gott. So, jetzt bringen wir das hier durch und zu Ende. Verdammt nochmal. Okay, 12. Außer Haus, süß-sauer mit verschiedene Gemüse. 10,40 €. 13. China-Böller in Blätterteig, Größe E und D, 30,50 €. 14. Verwirrte Oma entlaufen, 22 €. Oh. 15. Mittagstisch, Mahagoni oder wahlweise Balsaholz mit Rahmsoße, 22 €. Okay. Ich glaube, wir schaffen das gleich. 16. Frische Presskutteln vom Esel mit einem Bier, 22 €. Oh, ich glaube, wir schaffen es. Ich scroll mal kurz. So, Ende. So. 17. Alte dreckige Schweinematsche in kalte Soße. Nur für 4 Personen. 18 €. Oh Gott. Ah. 18. Biberzitzen roh und scharf in Tomatensauce, 22 D-Mark. 19. Horniger alter Klepper, gut durch, 10 €. Oh Gott. Okay, letzter, der kann nicht so schlimm sein. Ich glaube, den erinnere ich mich auch noch nicht mal, glaube ich. 20. Lecker Nachtisch in Schüssel mit alles. 34 €. Oh, so, Bonus hier, Getränke. 1. Klotzwasser, 1 Liter, 3 €. Alle Geräte sind selbstverständlich heraus zum Essen da. Oh Gott, das war's, reicht, Wiedersehen.